Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Dafür aber sehr präzise. Diese Monatshoroskopen biete ich als Blitzberatung an für nur 10 Euro. Liebe Arisina, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist. Und dieses Bild ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und wir betrachten jetzt die Bewegung von Sonne, Mond und die Planeten, weil sie aktivieren etwas im Horoskop. 1. Mai 2019. Uranus befindet sich im Widder. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Das hast du hier im 10. Lebensbereich. Und das heißt, Anerkennung zu bekommen. Oder wie kannst du deine Ziele erreichen? Oder wo liegt deine Berufung? Hat auch mit deiner Kraft was zu tun, weil Mars ist hier in deinem Geburtshoroskop. Oder hat mit einem bestimmten Mann etwas zu tun, dass du von diesem Mann Respekt bekommen sollst. Und genau das ändert sich zur Zeit und dafür sorgt Uranus. Nicht nur Uranus befindet sich im Widder, sondern auch die Sonne und da fließt die Lebensenergie. Das heißt, das sollst du genau anschauen, weil das ist für dich momentan wichtig. Sonne bedeutet auch das Licht, etwas klar und deutlich sehen, erkennen und wird diese Thematik aktiviert, dass du Respekt bekommst, dass du deine Ziele erreichst, dass du deine Berufung lebst. Natürlich kommt die Widderenergie auch dazu, Neuanfang, Veränderungen, Feuerelement, Zeitraum, Begeisterung. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt und zeigt auch die Kraft, wie du dich durchsetzen kannst im Leben oder einer männlichen Person. Mars ist im Stier. Und das aktiviert bei dir Themen, was zum 11. Lebensbereich gehört. Und das heißt, deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann gerade Sehnsüchte nach dir hat. Oder Begegnung mit einer männlichen Person im Freundeskreis. Die Mars-Energie kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzt bei Freunden, Bekannten oder dass du in einer Gruppe aktiv bist und das hat mit Sport oder Bewegung was zu tun. Natürlich kommt hier auch die Stierenergie dazu, das Genießen, auch vorstellen können, wie deine Wünsche zum Erfüllung geht und dass du das im Besitz nimmst. Stier zeigt etwas in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist und scheint momentan dieser Mann auch wertvoll zu sein. Jupiter bringt Glück, vergrößert etwas. Jupiter bewegt sich in Skorpion, rückläufig. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Hier hast du die Neptun-Energie im Geburtshoroskop und das zeigt deine Träume, deine Visionen zum Leben und auch die Lebensfreude. Und Jupiter bringt dir Glück, dass du das Leben genießen kannst. Diese Rückläufigkeit zeigt,
Aber überlege, was war in deiner Kindheit, welchen Gefühlen kommen, was dich unsicher macht. Du sollst von diesen Gefühlen wie Verlust, Angst oder Schuldgefühl, all diesen Gefühlen gerade loslassen. Das ist auch die Skorpion-Energie, die Transformation. Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen, lass dich nicht von anderen verunsichern. Und das ist im Schütze und damit handelt es sich um die Arbeit. Und dann sollst du auch in inneren Kraft bleiben, dass du all das bewältigen kannst. Pluto ist rückläufig, zeigt Nachdenklichkeit von vielen Dingen verabschieden, was deine Kraft, deine Energie raubt. Und das erlebst du in Arbeit oder in deinem Alltag. Saturn ist auch im Schütze und bringt Veränderungen, schicksalhafte Veränderungen und zeigt etwas Lernen im Alltag. Oder dass du um deine Berufung kümmern sollst oder dafür sorgen, dass du Anerkennung bekommst in Arbeit. Das ist auch hier im Schütze. Ketu ist die absteigende Mondknoten, dieser Drachenkörper, und aktiviert Vergangenheit, karmischen Themen, karmischen Erinnerungen. Ketu bewegt sich ganzes Jahr im Schütze, auch 2020 hier im Schütze. Rahu ist die Drachenkopf und das, was die Seele gerade braucht, das Aneignen, Kennenlernen. Und das Land, das ist das karmische Weg. Und dieser Rahu, dieser Drachenkopf, befindet sich in Zwillinge. Und das hast du hier im 12. Lebensbereich. Und das zeigt auch karmische Themen, zeigt auch Rückzug, zeigt auch Geheimnisse und die Ursache an etwas kennenlernen, verstehen, die Zusammenhänge erkennen. Hier handelt es sich auch um unsere Psyche und die psychische Ursache an Erkrankungen. Neptun befindet sich im Wassermann. Neptun lässt die Träume leben. Wassermann hast du im 8. Lebensbereich, das heißt Erneuerungsprozesse, Transformation, dass du immer mehr auf deine Träume, Visionen vertrauen sollst. Und wenn du Angst hast oder zweifelst daran, dann sollst du diesen Gefühlen verabschieden. Du brauchst jetzt einen Traum, eine Vision, aber das auch Vertrauen. Daran glauben, dann loslassen und geschehen lassen. Dann kommt die Wassermann-Energie dazu und das heißt mit Leichtigkeit, das ist Luftelement. Venus, Merkur und Mond ist in Fischen und hier handelt es sich um Reisen, einen höheren Bildung oder Spiritualität. Diese Themen wird aktiviert und das ist für dich ein wichtiger Lebensbereich, weil in deinem Geburtshoroskop ist hier Sonne, Merkur, Venus, Saturn und auch Rahu, dieser Drachenkopf. Hier hast du karmischen Weg und das hat mit Reisen was zu tun oder mit Spiritualität was zu tun und das, was hier jetzt auch aktiviert wird. Und das kann bedeuten, lernen etwas, kreativ zu sein, in Verbindung sein mit einer weiblichen Person, Gesprächen führen und auch die Spiritualität und auf deinen Gefühlen achten. Zweite Mai steht Mond in Verbindung mit Venus. Sie wirken zusammen. Das kann man gar nicht trennen. Und hier handelt es sich um deinen Gefühlen und Liebe, Partnerschaft wird hier aktiviert. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und das handelt sich entweder lernen, mit deinen Gefühlen umgehen oder Gespräche führen, was gefühlsvoll ist, oder Gespräche über Gefühle. 4.
4. Mai ist Neumond. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr Minuten im Widder. Das heißt, Mond trifft mit die Sonne. Worüber sollst du nachdenklich sein? Was sind deine Ziele? Wie erreichst du deine Ziele? Wo liegt deine Berufung? Und wie bekommst du Anerkennung, Ansehen und Respekt? 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Das sind Gespräche über deine Ziele oder lernst das, deine Ziele zum Verwirklichen. Bedeutet auch ein Termin oder ein Arbeitsvertrag. Kann auch auslösen. 6. Mai ist Mond im Stier. Mond beeinflusst unseren Alltag. Mond wirkt auf unseren Gefühlen. Oft kommen kleinere Veränderungen durch Mondenergie. Mond aktiviert den 11. Lebensbereich und das sind deine Wünsche, Sehnsüchte und Freundschaften. 7. Mai ist Mars in Zwillingen. Und das kann bedeuten, dass du müde und erschöpft fühlst, kraftlos und brauchst du den Rückzug, dass du wieder Kraft bekommst. Oder es gibt irgendwelche Geheimnisse bezüglich mit diesem Mann, kann auch auslösen, dass du geheime Feinde hast und sollst du dich wehren, sollst du dich behaupten. 8. Mai ist Mond in Zwillingen und steht in Verbindung zum Mars und aktiviert Gefühlen, deinen Gefühlen bezüglich auf diesen Mann, aber kann auch seinen Gefühlen bedeuten und du spürst das alles. In diesem 8. Mai steht Merkur und Uranus hier in Verbindung. Merkur-Uranus hier in Verbindung. Ein Nachricht oder Gesprächen, das kommt plötzlich, unerwartet. Das hat entweder mit deiner Berufung was zu tun oder dass du bekommst Anerkennung, Respekt und das überrascht dich. Oder dass du bringst etwas in die Öffentlichkeit. Dieser 10. Lebensbereich bedeutet in die Öffentlichkeit stehen. Ist Mond im Krebs und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, deine Ausstrahlung, dein Auftreten. Bedeutet auch, dass du in diesem Tag viele Dinge in deinem Leben feinfühlig mit Gefühlen wahrnimmst. Die Mondenergie hat auch einen Bezug zu unseren Träumen, auch unseren Intuition und da sollst du intuitiv handeln. 11. Mai ist Venus im Widder und das kann bedeuten, dass du als Frau im Mittelpunkt stehst, bekommst du Kompliment, kann auch bedeuten, dass deine Ziele sind Liebe, Partnerschaft, kann auch bedeuten die Kreativität im Arbeit oder kann auch auslösen, dass eine weibliche Person unterstützt dich beruflich oder deine Kreativität. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, exakt um 2 Uhr und 12 Minuten. Ein Halbmond bedeutet Unsicherheit, Nervosität und Spannung. Und das ist hier im Krebs das, was dich persönlich trifft. Du fühlst dich unsicher oder jemand nervt dich. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Struktur, es fehlt die feste Boden unter den Füßen. 13. Mai
ist Mond im Löwe, aktiviert bei dir Thema Werte, Wertschätzung und was sollst du in Besitz zu nehmen? Was ist für dich wertvoll? Und das ist für dich ein wichtiger Lebensbereich, weil in dein Geburtshoroskop ist hier Jupiter und Pluto. Und Pluto zeigt, konzentriere drauf und Jupiter belehrt dich und zeigt auch, du hast dann auch Glück, wenn das für dich die Fokus ist und die Mondenergie aktiviert das, dass du zu deinen Werten stehst, dass du Wertschätzung verlangst, dass du etwas in Besitz nimmst, was für dich wirklich wertvoll ist und das befestigst auch und kümmerst um die Finanzen. Das ist eine zunehmende Mondphase, das vermehrt sich etwas. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau und aktiviert hier Thema Verbindung zum Verwandten oder dich behaupten bei Konkurrenten oder ein Austausch von Informationen oder Schulungen, Bildung oder eine kleine Reise. All diese Themen gehören zum dritten Lebensbereich. Das ist für dich auch sehr wichtig, weil in deinem Geburtshoroskop ist hier Uranus, Mond, was deinen Gefühlen betrifft. Unserem Planet Erde war auch hier im Jungfrau in deinem Geburtsmoment. Und das bedeutet für dich, hier manifestiert sich etwas und dann die karmischen Knoten, das erinnert dich in Vergangenheit, in früheren Leben. Das wird durch Mondenergie hier dann aktiviert. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Die Lebensenergie fließt im 11. Lebensbereich. Und das ist ein wichtiges Thema dann in die kommenden 4 Wochen. Und das heißt, deine Wünsche, deine Sehnsüchte ernst zu nehmen, das im Besitz zu nehmen. Stier zeigt sich auch. Stier bedeutet Besitz, also nimm das im Besitz. Stier ist auch Erdeelement, hat mit Realität was zu tun. Und wichtig wird auch sein, die Freundschaften. 17. Mai ist Mond im Waage, wirkt auf deine Wohnsituation. 18. Mai ist Vollmond, exakt um 22.11 Uhr. Vollmond beleuchtet etwas und das ist hier in Waage. Und das bedeutet für dich, wie wichtig das ist, hier auf deine Wohnsituation achten. Venus und Uranus stehen in einer Konjunktion und das bedeutet, sie treffen sie sich und sie wirken zusammen. Das hat mit deiner Liebe was zu tun und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Jetzt nicht wundern bei diesem Vollmond, dass Sonne schon im Stier ist, weil ein Vollmond bedeutet, dass Sonne und Mond gegenüber ist, eine gegenüberliegende Position, aber das verschiebt sich dann mit der Uhrzeit. Also das ist hier dieser Wechsel zwischen Widder und Stier. 19. Mai ist Merkur im Stier und das löst aus, dass du lernst auf deine Wünsche achten, dass alles in Form kommt. Das Stier zeigt auch, nimm das in Besitz, das kann Realität werden, nicht daran zweifeln, nicht aufgeben. Außerdem löst aus Gesprächen in Freundeskreis. Die 11. Lebensbereich gibt es auch soziale Kontakte wie Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind. Das kann natürlich hier auch ein Vertrag sein, dass du einen Vertrag unterschreibst im Sportverein oder irgendeine Gruppe. Mond ist in Skorpion
und beginnt die abnehmende Mondphase, aktiviert die Gefühle. Skorpion hat mit Gefühlen was zu tun, zeigt auch die Transformation. Thema ist hier Kindheit, inneren Kind, dass du in dieser Zeit gerade bei diesem abnehmenden Mondphasen von Gefühlen verabschiedest, wie Schuldgefühl oder Verlustangst. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung und sie wirken zusammen. Und das bedeutet, die Chancen und Möglichkeiten, vorausgesetzt ist, dass du diese Gefühle transformiert hast und befreist dich von Ängsten, und die, in dein Geburtshoroskop ist hier Neptun, und Neptun zeigt, leb dein Traum, mach das spielerisch. Die Lebensfreude ist jetzt gerade wichtig und daran liegen deine Chancen, deine Möglichkeiten. 21. Mai ist Mond im Schütze, aktiviert Thema Gesundheit, Pflichten und Arbeit. 22. Mai steht Mond in Verbindung zum Saturn. Saturn hat mit unserem Schicksal was zu tun. Das kann auch schicksalhafte Begegnungen sein, Veränderungen, oder belehrt uns, etwas in Form zu bringen. Es ist zwar rückläufig, das bremst etwas, oder zeigst, das ist noch nicht der richtige Augenblick, etwas beruflich zu verändern, weil du sollst noch etwas überprüfen, nachdenklich zu sein. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung. Sie wirken dann auch zusammen. Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen und verabschiede von alles, was dich stört. Und das trifft den Bereich Arbeit oder etwas, was dich kränkt. Immerhin, hier handelt es sich um Gesundheitszustand auch. 24. Mai ist Merkur im Diamant und das heißt, es klärt sich etwas auf, gibt auch klärenden Gesprächen und Merkur beschleunigt etwas hier im Stier. Und im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert Themen Partnerschaft. Und das ist im selben Tag. Und wenn Merkur hier im Diamant steht und beschleunigt etwas, handelt sich um deine Wünsche und Sehnsüchte. 26. Mai ist Halbmond, exakt um 17 Uhr und 34 Minuten. Das ist Spannung, Nervosität. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, fehlt die Mut, fehlt die Begeisterung und all das im Wassermann. Und das kann ämtlichen Themen bedeuten oder Erbschaften oder das Loslassen. Und diesem Halbmondtag neigen wir dazu, etwas festzuhalten. 27. Mai steht Mond mit Neptun hier in Verbindung und sie wirken zusammen. Die haben auch so ähnlichen Essenz. Das handelt sich um unsere Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Visionen, Intuition, Inspiration. All das wird aktiviert und hier befindest dich in Wandlung, dass du an deine Vision glaubst, dass du das vorstellen kannst ohne Zweifel. 29. Mai übergeht Mond in Fischen, aktiviert Themen wie Reisen oder Spiritualität. Und das ist für dich ein wichtiger Lebensbereich, weil da sind im Geburtshoroskop schon einige Planeten und sogar die karmischen Knoten. Und 31. Mai ist Mond im Widder und aktiviert Themen wie: Wie erreiche ich meine Ziele? Was sind überhaupt meine Ziele? Wie bekomme ich Status, Anerkennung, Respekt? Was soll ich in Öffentlichkeit bringen? Was steht im Mittelpunkt in meinem Leben? Wo liegt meine Berufung? Das wird hier dann aktiviert. Liebe Arisina, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue.
ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.